Hallo Leute, falsch rum. Hey Leute, habt ihr auch Lust zu schnitzen? Ganz bestimmt habt ihr Lust dazu. Denn Schnitzen macht erstens einfach Spaß und wer die Kunst des Schnitzens beherrscht, kann sich viele nützliche und schöne Dinge aus Holz selber herstellen. Worauf ihr aber unbedingt achten solltet, wenn ihr mit dem Schnitzmesser arbeitet, um euch nicht zu verletzen, soll euch dieses Video einfach erklären. Bei der Wahl des Messers solltet ihr darauf achten, dass das Messer entweder eine feststehende Klinge hat oder die Klinge zumindest feststellbar ist. Dieses Messer hier zum Beispiel hat eine Klinge, die fest im Griff verankert ist. Wir haben eine eigene Hülle, um sie zu schützen. Dieses Messer hier ist zwar ein Klappmesser, das heißt, wir können die Klinge aus dem Griff herausklappen. Wir können sie aber auch feststellen mit diesem Ring. Wenn wir den gut zumachen, ist die Klinge trotzdem im Griff fest verankert und kann sich nicht wieder zuklappen. Andere Taschenmesser, wie zum Beispiel die roten Schweizer Taschenmesser oder auch dieses Messer hier, lassen sich nicht feststellen. Die Gefahr dabei ist, dass, sollten wir das Messer falsch gebrauchen, sich die Klinge aus Versehen wieder einklappen kann und unsere Finger genau zwischen Griff und Klinge eingeklemmt werden. Das ist sehr gefährlich. Ich rate davon ab, solche Messer mit Kindern überhaupt zu gebrauchen. Alle diese Messer sind keine Spielzeuge, sondern richtige Werkzeuge. Immer wenn wir damit arbeiten, sollte ein Erwachsener dabei sein. Worauf ihr achten solltet, wenn ihr dann wirklich loslegt, erklären euch jetzt die Schnitzregeln. Wir schnitzen nur im Sitzen. Achte darauf, dass beide Füße auf dem Boden sind, sodass wir guten Halt haben. Achte darauf, immer vom Körper wegzuschnitzen, sodass sich wirklich keins eurer Körperteile vor der Klinge befindet. Schnitzt nicht in Richtung eurer Beine und achtet auch darauf, dass sich kein Finger hinter eurem Stock versteckt. Auf keinen Fall solltet ihr zu euch hinschnitzen. Achtet auf genügend Sicherheitsabstand. Wir empfehlen eine Armlänge. Sollte dieser unterschritten werden, ist die schnitzende Person dafür verantwortlich, dass er wieder eingehalten wird. Wenn ihr aufstehen wollt, steckt das Messer unbedingt zuerst wieder zurück in die Hülle oder klappt es zu. Wenn das Messer sicher verstaut ist, könnt ihr aufstehen und etwas anderes machen. Gut, ihr Lieben, probiert's mal aus. Ihr solltet darauf achten, dass ihr euch beim Schnitzen gut konzentrieren könnt. Wenn ihr merkt, dass ihr müde werdet oder abgelenkt seid, macht lieber eine Pause und schnitzt später weiter. Falls ihr eine Idee braucht, was ihr schnitzen könntet, im nächsten Video will ich euch zeigen, wie man Holzmesser schnitzen kann.